Ich darf heute den ersten Gast auf der Mephisto 97.6 Bühne begrüßen. Rita Falk, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auch. Rita Falk hat sich innerhalb kürzester Zeit als eine der Provinzkrimi-Autorinnen etabliert. Dabei sagt sie selbst über sich, sie habe das Schreiben nur begonnen, um den Tag sinnvoller zu gestalten, als 8 Stunden aus dem Fenster zu gucken. Das war vor 4 Jahren. Heute sind ihre 3 Provinzkrimis um den Kommissar Franz Eberhofer allesamt Spiegel-Bestseller. Und man könnte sagen, mit der Leipziger Buchmesse möchte Rita Falk einen Sprung in Sachen ernsthaftere Literatur wagen. Schließlich geht es um den Tod und um das Abschiednehmen noch jugendlicher Freunde. Rita Falk, wenn wir jetzt erstmal über Ihre Provinzkrimis sprechen, die spielen ja in Bayern, in Niederkaltenkirchen, einer fiktiven Gemeinde. Wenn ich mir jetzt aber Ihren Lebenslauf so angucke, Sie sind selbst in Oberammergau groß geworden, Ihr Mann ist ebenfalls Polizist, da stelle ich mir die Frage, wie fiktiv ist Niederkaltenkirchen wirklich? Ja, es ist schon sehr viel aus meinem wirklichen Leben in den Büchern, das ist logisch. Ich habe dieses Dorf erfunden, um niemandem zu nahe zu treten. Also es kommt ja manchmal der Bürgermeister oder egal, einfach schlecht weg. Und dann habe ich mir gedacht, ich erfinde jetzt da einfach ein Dorf, um niemanden zu verärgern. Das war eigentlich der Grund. Ansonsten ist also durchaus vieles aus meinem wirklichen Leben und auch die Kriminalfälle sind tatsächlich mehr oder weniger so passiert, natürlich ein bisschen verfremdet, aber doch aus dem Leben meines Mannes, ja. Also Sie sagen es ja selbst, Sie möchten niemandem zu nahe treten. Nun ist es ja so, wenn ich jetzt Ihrem Bild von Niederkaltenkirchen glaube, dann denke ich, die Bayern sind gefräßige Choleriker. Da frage ich mich, was ist Spielen mit Vorurteilen und was ist Realität? Also es sind natürlich alles total überspitzt dargestellt. Also es schießt auch kein normaler Polizist auf ein Thermometer oder auf einen Schallplattenspieler. Man soll das natürlich schon ein bisschen mit einem Augenzwinkern lesen, weil so habe ich es ja auch geschrieben. Ja, gut, okay, alles klar. Nun ist ja Niederkaltenkirchen eine Provinz. Und der Provinzkrimi ist ja nun ein Subgenre, das sich gerade in den letzten Jahren sehr etabliert hat, sehr stark im Kommen ist. Ist das eine Herzensangelegenheit oder doch eingehen mit dem Trend? Weder noch. Also das hat sich bei mir einfach so unterm Schreiben ergeben. Also ich habe auch die Namen und eben das Niederkaltenkirchen, das waren ja für mich anfangs beim Schreiben mehr so Platzhalter. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich einmal im Krimi ein bisschen weiter fortgeschritten bin, wird das ausgetauscht. So war es aber dann nicht, weil jeder, der das gelesen hat, also ich habe so eine Reihe Testleser, hat gesagt, du, da darfst du nichts ändern, der Franz muss der Franz bleiben und der Ludwig muss der Ludwig bleiben und Niederkaltenkirchen muss auch so heißen und darum ist es dann so geblieben, genau. Nun haben sich ja Ihre Provinzkrimis wirklich gut verkauft, sind gut angekommen. Wann war für Sie der Moment, wo Sie gesagt haben, ich bin Autorin von Beruf und nicht Hobbyautorin? Naja, ich habe also wirklich früher schon, ich war Bürokauffrau und habe früher schon sehr viel für mich selber geschrieben und bin dann eben 2008 arbeitslos geworden und habe die, wie Sie schon gesagt haben, die Situation einfach genutzt, einmal ein bisschen was Umfangreicheres zu schreiben und habe dann, wie das erste Buch fertig war, angefangen Verlage und Agenten anzuschreiben. Und wie das dann funktioniert gehabt hat mit meinem Agenten und auch der dann gleich gesagt hat, ja du, ich habe da 4 Verlage, die wollen das Buch unbedingt haben. Dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen. Also ich habe in der Zeit, wo die Verhandlungen noch gelaufen sind, dann schon das zweite Buch geschrieben und innerhalb von einem Jahr war das mein Beruf tatsächlich. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Ja. Haben Sie mit so einem Erfolg gerechnet? Nein, das kann man auch nicht. Also es sitzt sich ja niemand an den Schreibtisch und sagt, ich schreibe jetzt einmal einen Bestseller. Also das ist ja unrealistisch. Das war für uns alle eine totale Überraschung. Wie schwierig ist es da, nicht plötzlich abzuheben? Also für mich ist das nicht schwierig, weil ich war vorher auch schon so. Okay, gut. Sie haben dann ja letzten Endes nicht nur Ihre 3 Provinzkrimis geschrieben, sondern passend zur Leipziger Buchmesse nun auch Hannes veröffentlicht. Ich habe es ja schon angesprochen, es ist ein Roman, der das Abschiednehmen thematisiert. Hannes liegt im Koma, wird trotzdem noch von seinem Freund, von seinem besten Freund besucht. Warum? Also ist das jetzt ein gewolltes Sprungbrett sozusagen in die ernsthafte Literatur?
Nein, es ist eigentlich umgekehrt gewesen. Also der Hannes war mein zweites Buch. Ich habe davor noch ein anderes geschrieben. Und ich habe das damals auch angeboten und das ist mir abgelehnt worden mit den Worten, es ist zu schwer für ein Debüt. Das kauft uns niemand ab, also niemand will sowas lesen von jemandem, der noch nicht bekannt ist. Dann haben wir eben gesagt, oder ich habe gesagt, gut, dann schreiben wir halt was Lustiges, wenn es was Trauriges nicht nehmen, und habe den Winterkartoffelknödel geschrieben. Und jetzt eben, nachdem also drei Eberhofer raus sind, haben wir uns da rangewagt und haben gesagt, okay, jetzt ist die Zeit für den Hannes reif. Nun ist es ja so, wenn man Hannes beginnt zu lesen, ist es ja ein sehr ernsthafter, fast melancholischer Schreibstil. Zum Schluss auch, in der Mitte ist es dann aber vor allem auch wieder sehr humorvoll, trotz des ernsten Themas. Ist das Absicht oder konnten Sie einfach nicht durchhalten, ernst zu schreiben? Nein, ich glaube, dass es so die totale Trauer nicht gibt. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich meine, das Buch geht ja über ein Jahr und ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Jahr nur traurig ist. Das geht nicht in meinen Kopf. Also es passieren ja immer am Rand dann einfach Geschichten, wo man zumindest einmal schmunzeln muss. Also ja, und so ist das Buch eben auch. Man muss schmunzeln, also Humor ist ja das große Stichwort, das letzten Endes auch Hannes und ihre Provinzkrimis ja miteinander verbindet, Parallelen dazu aufzeigt. Würden Sie sagen, Humor ist das halbe Leben? Ich finde, es ist schon sehr wichtig. Also ich finde, es gibt so viel Tragisches und Trauriges, und wenn man da den Unfall jetzt in der Schweiz wieder betrachtet, also ich glaube, man muss schon sich auch mal was Gutes tun und einfach mal die Sache nicht so ernst nehmen und mal über irgendwas lachen können, ja. Das versüßt die ganze Sache. Habe ich übrigens auch getan. Aber man muss, also Sie sagen es, man muss, man muss das Leben nicht immer ernst nehmen, aber gerade ist ja auch der Humor ein bisschen in der Kritik. Also zum Beispiel sagt der Literaturkritiker Dennis Scheck, Ihr Schreibstil sei ein Dialekttheater. Was entgegnen Sie solchen Meinungen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Verkaufszahlen interessieren mich dann doch mehr als die Meinung vom Herrn Scheck. Und die scheinen ja gut zu sein. Wirklich. Schön. Die Protagonisten Ihrer Romane sind ja nun aber nicht nur lustig, sie sind vor allem auch ehrlich, sagen frei nach Schnauze das heraus, was sie wirklich denken. Ja. Ist das vielleicht doch eine indirekte Botschaft an die Gesellschaft? Also ich bin gestern schon gefragt worden, was bedeutet die Posaune im Hannes? Ich habe keine Botschaften in meinen Büchern. Ich schreibe die Texte so, wie ich sie mag, wie sie mir gefallen. Offensichtlich funktioniert das auch, die Leser mögen es auch. Aber ich habe keine versteckten Botschaften in meinen Texten. Definitiv nicht. Also Humor steht definitiv an erster Stelle auch. Humor steht für Humor und da ist nichts Hintergründiges. Ich habe ja nun auch schon gesagt, Sie haben sich im Grunde genommen, obwohl Sie erst in Anführungszeichen drei Provinzkrimis jetzt um Franz Eberhofer veröffentlicht haben, als Provinzkrimi-Autorin etabliert. Wenn man das Buch liest, dann könnte man definitiv davon ausgehen, es gibt einen vierten Teil. Der ist fertig, ja, der vierte Teil ist fertig und kommt am 15. November raus und heißt Krisnockerl-Affäre. Das könnte ich jetzt nicht nachsprechen. Das üben wir schon noch. Okay, alles klar, können wir später gerne machen. Wird das eine unendliche Serie werden? Nein, das glaube ich nicht. Ich werde die Eberhofer schreiben, solange das Spaß macht und solange die Leser auch eine Freude dran haben. Und übrigens, die Krisnockerl-Affäre ist mein Lieblings-Eberhofer, weil da erfährt man sehr viel von der Oma. Und viele meiner Leser haben mich angesprochen oder angeschrieben und haben gesagt, Mensch, der Eberhofer Franz, das ist alles gut und recht, aber wir wollen mehr von der Oma erfahren. Und das habe ich natürlich jetzt sofort in die Tat umgesetzt. Und da erfährt man jetzt aus der Oma ihrer düsteren Vergangenheit. Sie sind ja selbst bei Ihrer Oma groß geworden. Ja, die ersten 8 Jahre. War die genauso witzig? Meine Oma ist sehr ähnlich wie die Eberhofer Oma. Die war zwar nicht taub, meine eigene Oma, aber ansonsten so dieses Schnäppchengejage und dieses, dass das Kochen so im Fokus steht, das war durchaus auch meine Oma. Ja. Wobei man ja manchmal nicht weiß, ob sie jetzt wirklich taub ist oder nicht, weil ihre beste Freundin scheint sie ja zu verstehen. Ja, also das ist eine geheime Botschaft. Kommt das noch raus? Nein, ich finde das charmant, so wie es ist. Also das überlasse ich jedem Leser, kann er sich selber ausmalen. Wenn Sie Franz Eberhofer einfach mal charakterisieren würden,
Wie würden Sie ihn beschreiben? Das ist ein charmanter Macho. Ein charmanter Macho? Ja, würde ich so sagen. Aber jetzt Ihr Mann ist jetzt kein charmanter Macho, das würden Sie doch... Mein Mann ist ja auch nicht der Eberhofer, das wird ja immer verwechselt. Also der Franz Eberhofer ist so der Querschnitt durch die bayerische Polizei. Und ich werde wirklich ganz oft von den Kollegen meines Mannes darauf angesprochen und die sagen dann, Wahnsinn, woher weißt du, wie es in unserem Kopf zugeht? Woher kennst du unsere Gedanken? Also es scheint sehr nahe an der Wahrheit zu sein. Natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, schießen die nicht auf ein Thermometer, aber sie würden es natürlich gern tun. Also jeder Polizist würde lieber auf ein Thermometer schießen, als den Streit zu schlichten von diesen zwei Streithähnen. Und ja, und also an diesem Beispiel, das wird man also genannt und ja, das würde man eben auch gern machen. Also ich glaube, der Eberhofer ist schon ziemlich realistisch, aber eben überspitzt, klar. Jetzt muss ich ja sagen, ich komme ja jetzt nicht aus Süddeutschland, sondern komplett aus dem Norden. Haben Sie extra für Leute wie mich jetzt auch am Ende des Buches einen Katalog aufgestellt, um zuerst mal zu erklären, was für Begriffe denn überhaupt in dem Buch vorkommen? Ja, das war in Absprache mit dem Verlag. Wir haben also diese Wörter ein bisschen rausgefiltert und wo wir uns dann eben nicht sicher waren, ob das also jenseits von München auch noch jemand versteht, haben wir gesagt, gut, da machen wir so eine kleine Übersetzung hinten rein. Und für alle, die sich trotzdem noch schwer tun, gibt es ja das Hörbuch, das der Christian Tramitz eingelesen hat. Und also da versteht man dann wirklich, also auch im tiefsten Norden, obersten Norden, alles noch sehr gut. Das ist gut. Es gibt ja aber nicht nur eine Übersetzung, es gibt ja auch ein Kochbuch. Es gibt ein Kochbuch, ja, den Knödelblues. Das ist entstanden, weil ja bei den Krimis hinten sind ja immer 4 oder 5 Rezepte, aus dem Kochbuch meiner eigenen Oma noch. Und das ist bei den Lesern wirklich so gut angekommen, dass dann der Christian Verlag gekommen ist und gesagt hat, machen wir doch ein Oma Eberhofer Kochbuch. Und da habe ich eigentlich gleich Spaß dran gehabt, weil das ja Kochen und Eberhofer passt ja doch gut zusammen. Und das ist der Knödelblues geworden und der verkauft sich auch sehr gut, ja. Also werden Sie jetzt vielleicht sich bald als Kochautorin etablieren? Nein, das glaube ich war jetzt doch so mehr Eintagsfliege. Das hat zwar Spaß gemacht und wir haben auch mit dem Christian Verlag noch ein Projekt, aber es hat nichts mehr mit Kochen zu tun. Also wird auch Franz Eberhofer in Zukunft im Mittelpunkt Ihrer... Wird Schwerpunkt sein, aber ich habe auch jetzt im Januar ein Roman wieder beendet und also ich möchte jetzt nicht so auf die Eberhofer-Schiene so festgetackert werden. Also mir ist es schon wichtig, dann dazwischen immer wieder was anderes schreiben zu können. Es ist ja so, ich meine, diese Provinzkrimis, die sind halt jetzt Trend. Wie schaut das aber in 2-3 Jahren aus? Also das, ich weiß es nicht und da möchte ich mir auf alle Fälle ein zweites Standbein schaffen, dass ich eben dann nicht nur Eberhofer schreiben kann. Ja. Könnten Sie sich dann auch vorstellen, jetzt zukünftig ernste Themen, wie jetzt zum Beispiel Abschied nehmen, den Tod, dann auch wirklich ernst zu thematisieren? Oder sagen Sie, Humor ist so wichtig, das muss immer also, ein Teil der Hannes ist ja auch nicht nur ernst. Und das neue Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ist auch ein sehr ernstes Thema, aber es ist auch nicht nur ernst. Also ich glaube, es wird bei mir schon immer so ein bisschen Augenzwinkern mit drin sein. Ja. Ist ja auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Also wenn Sie jetzt vielleicht, wenn wir nochmal auf Hannes zu sprechen kommen, wir haben ja jetzt die Charaktere in Franz Eberhofer durchgenommen, was ist in Hannes Ihr Lieblingscharakter? Ja, auch diese Gruppe, das ist ja eine Gruppe junger Leute, es sind 5 bzw. 6 junge Männer, es sind die Eltern da von dem Verunfallten. Also ich finde, dass man die Charaktere wieder gut gelungen sind, ich mag eigentlich jeden. Ich mag ja in meinen Büchern auch die Unsympathischen, die mag ich ja auch trotzdem, weil die sind auf die unsympathische Art schon wieder irgendwie sympathisch. Und also ich könnte mir jetzt auch beim Hannes nicht einen rauspicken, geht nicht. Also auch die Schwester Walrika oder ist egal. Also ich finde, jeder ist da auf seine Art irgendwie interessant. Ja. Nun ist es ja so, dass jetzt auch in den Provinzkrimis die Familie, die Freunde in Hannes eine sehr entscheidende Rolle spielen. Wie war das bei Ihnen, als es jetzt plötzlich auf einmal die Karriere ging steil hinauf, auf einmal waren Sie Spiegel-Bestseller-Autorin. Wie hat Ihre Familie reagiert? Also meine engste Familie war ja ganz skeptisch am Anfang. Die haben das eigentlich gar nicht so für voll genommen. Also gerade meine 2 Jungs, die waren zu dem Zeitpunkt so
gerade volljährig und die haben also das mehr ein bisschen so belächelt, sage ich jetzt mal. Jetzt mittlerweile, glaube ich, ist es 10 Mal gefallen, sage ich jetzt mal so. Jetzt, glaube ich, haben sie das schon ein bisschen so realisiert. Was im Freundeskreis eigentlich interessant ist, dass sich der so richtig halbiert hat. Also die eine Seite ist total begeistert und das war auch die Seite, die von Anfang an hinter meinem Schreiben gestanden ist. Und es hat sich aber wirklich ein großer Teil auch zurückgezogen. Ist tatsächlich so, ja. Und Sie haben es ja angesprochen, Sie sind ja letzten Endes dann Schriftstellerin geworden, weil Sie Ihren Job verloren haben. Sie haben zuvor zwar auch schon Projekte geschrieben, aber gab es einen bestimmten Tag, wo Sie gesagt haben, heute beschließe ich, Franz Eberhofer zu schreiben? Nein, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Ich habe eben angefangen mit dem Hannes. Und wie der fertig war und ich eben diese Absagen gekriegt hat mit diesen Begründungen eben, dann habe ich mich hingeguckt und habe eben gesagt, ja, also gut, wenn die nichts Ernstes von mir wollen, dann schreibe ich halt jetzt was Lustiges. Und dass das dann ein Krimi geworden ist, liegt einfach daran, dass ich mir überlegt habe, was schreibe ich denn, wo weiß ich denn am meisten davon? Und da ich mit einem Polizisten verheiratet bin, wollte ich dann eben über einen Polizisten schreiben. Und so hat das begonnen und ja. Das bietet sich ja auch definitiv an. Jetzt kann ich den Namen immer noch nicht. Wie heißt das? Wie heißt das nächste Werk? Grießnockel-Affäre. Ja, die Grießnockel-Affäre. Oh, geht doch. Wann kommt die denn heraus? Wann können denn die Leser damit rechnen? Am 15. Rechnen? November kommt die raus. Am 15. Genau. November. Mhm. Gut, Rita Falk, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Also zu sehen sind ja beide Bücher, sowohl Winterkartoffelknödel als auch der Hannes. Mhm. Vielen Dank. Der Schweinskopf ist es. Schweinskopf al dente. Oh, Entschuldigung, Schweinskopf al dente. Entschuldigung, genau. Meine ich ja. Mensch. Vielen Dank. Danke. Gerne.